Heute soll es darum gehen, wie ist die Sitzposition bei einer Yamaha YZF-R 3RH12 Baujahr 2020. Ich selbst bin 1,72 Meter groß und wiege 83 Kilo und wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Denkt bitte daran, die Maschine steht auf einem Ständer und senkt sich in der Hinterachse um ca. 5 cm. Ich komme an der Ampel bequem unten an, kann die Maschine bequem halten. In der Stadt nehme ich diese Position ein. Durch die Neigung der Maschine wird man in der Regel sehr an den Tank gedrückt. Mir macht hier die Kniewinkelposition einige Probleme. Im Normalen fahre ich so mit der Maschine über die Landstraße. Auf Autobahnfahrten oder schnelleren Fahrten bewege ich mich auch häufig hinter das Windschild. Bei Bremsmanövern hat man häufig das Problem, dass man von der hinteren Position nach vorne gedrückt wird, so wie ich es da zeige. Beim OEM verbauten Windschild liegt die Hauptangriffsfläche auf der Brust und am Hals, so wie ich es hier zeige. Bei dem Racing Shield Kopf oder Kopfhöhe. Das führt dazu, dass ich wie hier zum Beispiel auf schnellen Fahrten entspannt reisen kann. Bei dem OEM Windschild muss ich ab 80 km diese Position einnehmen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, macht's gut.